As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, willkommen zu einer weiteren Folge hier auf Gaming. Mein Name ist Martin und wir setzen unsere Reise fort in unserem durchgenudelten Markt auf den Ninja. Und wir befinden uns gerade auf dem Weg in die Festung. Oh. Ja, scheint nicht mehr dazu zu gehören, der Typ. Wir sind auf dem Weg in die Festung, genau. Ein Ziel haben wir schon versaut. Wir möchten gerne geräuschlos bleiben und bei dem hier, da wissen wir es ja in den vorherigen Versionen abgelaufen ist, erfolgreich, also müssen wir da nicht weiter drüber reden. Jetzt ist die Frage, hoch oder runter? Hoch, runter, wir gehen runter. Nein, Moment, da geht's ja weiter. Wir kommen hierher. Das ist echt eine gute Frage, hoch oder runter? Ich möchte nicht zurück können. Gehen wir mal runter. Da haben wir wieder einen Hund, von dem wir wissen, dass wenn sie nicht im Licht stehen, schwarz sind. Quatsch, wenn sie im Licht... Nein, doch, wenn sie nicht im Licht stehen, sind sie schwarz. So, der Typ steht noch da, der läuft da hin und her. Wobei ich mich gerade frage, warum der schwarz ist, weil hier ist doch Licht. Oder scheint das Licht nicht bis dort unten hin? Wie war das genau? Der würde das mitkriegen. Aber wir können ja jetzt mal hier unsere neue Fähigkeit einsetzen, das allsehende Auge, wenn man so will. Zack. Da scheint niemand weiteres zu sein. Oh, da ist eine große Stahltür. Ach, siehe an. Siehe an. Man sieht also auf diese Weise auch schon. Okay. Man sieht auf diese Weise also auch schon die Achievements, die man da kriegen kann. Was uns aber jetzt auch nicht weiterbringt, denn wir kommen da nicht hoch. Können wir unser Auge nochmal einsetzen? Zu einem anderen Weg? Von links? Runter? Dann gehen wir doch nochmal kurz nach links. Ob wir da oben nicht irgendwie entlang kommen, können wir uns mal ein bisschen beeilen. Wir kommen hier entlang. Da kommen wir aber nicht hoch, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich schaue mir das nochmal kurz an. Werfen wir noch einen schnellen Blick da drauf. Siehe an. Wir können auf jeden Fall hier an der Wand entlang. Aber nicht da hoch, wie es aussieht. Nein, nein, du sollst da schon hoch. Können wir hier irgendwie? Boah, jetzt war ich aber gerade selber geblendet. Offenbar kommen wir dort später. Nein, ach Mann. Offenbar kommen wir dort später. Noch einmal vorbei. So, schnell wieder zurück. Wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren. Zeit ist wertvoll. Nein. Nein. Sage mal, ich bin auf der Tastatur verrutscht. Das erklärt natürlich einiges. Ich spiele es immer noch mit der Tastatur und ich weiß immer noch nicht, ob das von Vorteil ist. Also führt unser Weg doch nach unten. Und wir sind wieder mit der gleichen Problematik konfrontiert. Ich würde sagen, wir schnappen uns zuerst den Hund. Machen hier oben aber doch das Licht aus.
Nicht, dass wir unten hier doch sichtbar werden. Schnappen wir uns auch gleich die nötige Ausrüstung. Bisher brauchte ich die Stachelminia noch gar nicht. Wohingegen die Rauchbomben. Ich finde ich doch deutlich nützlicher. So, wie sieht's aus? Kriegst du das noch mit? Ja. Jetzt kriegt er das nicht mehr mit. So. Aber ich habe die andere Leuchte nicht überprüft. Das war jetzt natürlich ein sehr dumm. Mal wieder ein Leichtsinnsfehler. Ach, scheiße. Wir sind einen Ticken zu hoch, wie es aussieht. Nutzen wir doch die Gelegenheit und wandern gleich hier rüber. Und schnappen wir uns die Wache eben zuerst. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Der Hund oder die Wache? Mann, ich habe mir das so schön ausgemalt und wieder. Ist echt wieder nicht mein Tag heute. Jetzt habe ich sie natürlich gleichzeitig an der Backe. Ah, einer geht, das ist gut. Hä? Kann ich den von hier erledigen? Tatsächlich. Ist es einer dieser Special-Dinger, die wir da erforscht haben? Oder vielmehr erlernt haben? Ist mir gerade nicht schlüssig genug. Schnappen wir uns jetzt dich. Und wir bleiben nach wie vor unentdeckt, wie es aussieht. Wunderbar. Immerhin, oder? Achso, das sind wir ja schon längst nicht mehr. Na dann, hat sich das wohl erledigt. Ich würde mal sagen, ein strammer Bursche. Und ein interessantes, ausgeschmücktes Pferd da im Hintergrund. So. Wie stehst denn du da mit überkreuzten Beinen, ha? Wir machen auf jeden... Oh, die Tür ist schon offen. Ich dachte mir vorsichtshalber, die Tür mal zu knacken. Oh, Junge. Ich mache nur mal einen kurzen Blick auf die Karte. Also da kommen wir einmal so rum. Das wird jetzt aber gerade echt verwinkelt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier noch hochkommen. Wir müssten da irgendwie durch, aber ich wüsste auch nicht, wie wir da... Mal, wir sind hier entlang, hier entlang, hier entlang, hier entlang. Da meine ich geguckt zu haben, ob wir hochkommen. Ich weiß jetzt nicht... Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die ganze Strecke hier hoch, hier oben entlang läuft, oder? Ach, Mann, 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 immer diese Zwickmühlen, hey. Okay, da unten scheint einer zu laufen. Das können wir ja mittlerweile überprüfen. Oh la la. Da ist ein Generator. Oder sowas in der Art. Und der scheint hier alles zu speisen. Auch die Tür da oben. Also den werden wir bedienen müssen, was wir auch ausgezeichnet können. Das haben wir ja schon vor. Mit Tat und Kraft bewiesen. Jetzt ist die Frage, wo der Typ hier vorne ist. Da kommt er schon. Und es ist die Frage, ob er bis nach da vorne läuft. Nein, tut er nicht. Dann müssen wir von der anderen Seite kommen. Sonst kommen wir da nicht hoch. Those lasers are blocking the way. But look how crudely they're wired up. Maybe we can cut off their power. Das können wir nicht. Nur vielleicht. Das können wir mit Sicherheit. Schleichen wir uns hier entlang. Sonst hört er uns da unten noch.
haben wir wieder. Ach, guckt mal, er schaut. Er schaut zu uns, aber das Licht nicht. Ach, muss ich erst wieder wechseln, stimmt ja. So, die erste Lampe. Haben wir da noch einen zweiten? Nein, haben wir nicht. Aber die hier Lampe hier, die können wir nicht treffen. Oh, das wird aber schon leicht knapp. So. Wie gut, dass es nur zweidimensionales Licht gibt. Und zack, da haben wir ihn. So, dich nehmen wir jetzt gerade mit. Dich machen wir sicherheitshalber auch aus. Halt, Moment. So, rein mit dir. Ich folge. Schläft? Der schläft tatsächlich. Zack. Seilen wir uns doch gekonnt ab. Okay, so war das nicht gedacht. Ach so, okay, wenn ich da oben hänge, dann kann ich den hier erledigen, wie es aussieht. Zumindest war da. Genau, da muss ich die Pfeiltaste nach unten drücken. Alles klar. Und rein mit dir. Ich dachte, das wäre eine Holztür, oder? Nein. Ja, naja. Okay, wir müssen dich da wieder rausholen. Was habe ich denn jetzt ausgewählt? Ihn, gut. So, dann machen wir das Licht aus. Sonst werden wir augenblicklich entdeckt. Okay, schnell aufmachen. Mittlerweile geht das ja auch. Dann schnappen wir dich gleich. Nicht, dass du auf dumme Ideen kommst. Eine dieser Ideen zum Beispiel, hier reinzukommen. Hat er mich gerade entdeckt? Ich weiß ja nicht so recht, was ich... Ich weiß ja nicht so recht, was ich von der neuen Fähigkeit halten soll. Es wird ein tiefer Fall. Dahingehend, dass sie mich hier doch schon fast übermächtig macht. Ach, Kacke. Oh. Nein. Ja, der Charakter ist wie gemacht für mich. Da gibt es keine große Unterscheidung. Karajan must have lost his mind if he thinks this crazy setup can keep him safe. Zum Glück haben wir eine zweite Person hier, denn ich hätte es ja schon wieder fast versaut. Ich möchte aber doch auch gucken, was hier unten ist. Da haben wir doch etwas. Ja, bezüglich der neuen Fähigkeit, die uns doch ziemlich mächtig macht, bin ich mir nicht sicher, was ich von halten will. Ich finde es ja wesentlich spannender, wenn wir uns durch die Türen sneaken müssen, lauschen müssen, als einfach plötzlich eine komplette Übersicht über die gesamte Umgebung zu bekommen. Ja gut, das brauche ich ja nicht. Ich habe ja... Oder? Gehen die jetzt wieder an? Kriege ich die nicht aus? Warum reagierst du denn, bitteschön? Reagieren die alle oder nur ein paar? Oh, ich glaube, der rea... Okay, das scheint offenbar nicht so gut zu funktionieren, wie ich mir dachte. Darum dieser Umweg, dann werfe ich dich ja auch runter. Und kriege nicht mal Punkte, wie ich das gerade gesehen habe. Gut, und zack, rein, rein. Jetzt muss ich hier mal gucken. Ho, ho. Los, 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 los. Now let's get out of here.
Ich hätte vorher gucken sollen. Aber das ist man ja mittlerweile gewohnt. Hier auf Game Inc., da wird erst gehandelt und dann gedacht. Wunderbar. Jetzt haben wir wieder eine Entscheidungsmöglichkeit nach oben oder nach rechts. Da haben wir wieder die Sache mit dem Strom. Ah genau, hier ist die Tür aufgegangen. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Da komme ich offensichtlich nicht hoch. Oh, da steht einer. Da stehen sogar zwei. Dann gehen wir doch hier unten rum. Der Hund überqueren der Brüstungen. Alles klar. Der Hund, der riecht hoffentlich nur nach oben hin, oder? Durchbricht die Festungswände. Die Festungswände. Der riecht mich jetzt aber nicht, oder? Junge, Junge. Wie sieht's denn aus? Kann ich dich hier erledigen? Ich bin mir da nicht sicher. Nee, geht nicht. Da ist eine Felswand dazwischen. Alles klar. Sieht der uns? Oh, leck mich. Das war jetzt natürlich wieder hervorragende Leistung meinerseits. Aber vielleicht doch gar nicht mal so dumm. Jetzt kommen wir nämlich rüber. Ohne dass sie uns... Moment. Bemerken, wenn wir hier oben rumklettern. Aha. Hat der jetzt uns auch entdeckt? Aus dem Sprung, aus der Höhe kann ich die erledigen. Alles klar, das ist gut zu wissen. Wie waren nochmal diese Aufträge hier? Geräuschlos alle Wachen in den Katakomben. Okay, das ist hier noch nicht der Fall. Dann würde ich das jetzt nicht unbedingt riskieren. Boah, Junge. Du ziehst... Moment, du wirfst ihn jetzt aber nicht runter, oder? Oh, du wirfst ihn runter. Ist es vorbei? Typ, du hast eine Leiche gefunden. Das ist nie falscher Alarm. Aber der da oben hat das ja nur gesagt. Gott sei Dank. Kann ich dich jetzt erledigen? Tatsächlich. Es war schon übermächtig, diese Möglichkeit. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Junge, Junge, ey. So was will ich hier nicht noch mal sehen. Achso, der da unten noch. Ich möchte jetzt ungern hier liegen lassen. Bei dem ganzen Geblitze. Aber es ist schon kurios, dass das Licht hier offensichtlich durch Wände
scheint, denn wenn ich da oben, upsala, da oben hänge, dann erwarte ich eigentlich, dass das Licht mich nicht sichtbar macht. Ich meine, wir haben hier sogar ein Sichtfeld, das sich an der Perspektive orientiert. Da wäre das doch das Mindeste. Sag mal, wie soll ich denn da unentdeckt hochkommen? Okay. Jetzt aber flugs in die Höhe. Wie weit gehst du? Nicht ausreichend. Das ist gut. Ja, jetzt wo wir es wissen, können wir es natürlich nutzen. Dann ziehen wir dich mal hier ein bisschen rüber. Und gucken mal, ob wir hochkommen. Genau. So ist das also gedacht. Und ab mitten in den Spalt. Guck, hier funktioniert's mit der Physik. Nur halt beim Blitzen nicht. Kriege ich dich von hier unten? Tatsächlich. Ich habe immer Sorge, dass er dann ganz hoch klettert. Und das wollen wir nicht. Das wäre ja fatal. Oh, aufgespießt. Da komme ich nicht hoch. Na doch. Wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Das bringt uns noch nichts. Wunderbar. Jetzt sind wir hier auch hier, wo wir hin wollten vorhin. After the war, most ninja went home, but not Master Tetsuji. On a journey along the Silk Road, he met a merchant who promised to restore his youth and glory. Hara's veterans spin tales over teacups. Na, da weiß ich aber nicht, ob ich beim Frieden auch gehen würde. Okay, müssen wir jetzt auch nicht nochmal den Weg hier entlang gehen. Begeben wir uns wieder auf die Dächer. So, dich hier schnappe ich mir doch noch und werfe dich runter. Ich möchte ja nicht im Nachhinein durch eine missplatzierte Leiche entdeckt werden. Gerade beim Blitz oben, da wird sie hin und wieder mal aufgeleuchtet. Das wäre ja nicht so geschickt. Ausgangsposition und los geht's. Das ist aber eine sehr unschöne Situation hier. Upsala. Ich muss natürlich erst auswählen. Ich bin hier komplett sichtbar. Aber erfreulicherweise ist niemand da. Der Hintergrund ist ja mal wieder gelungen, finde ich. Das Gebäude hier ist sehr cool. Weil die Perspektive ein bisschen eigenartig ist. Wirkt, als ob man alles von unten her betrachten würde. Selbst hier. Naja, aber was weiß ich schon. Was ist das? Ein Stein? Können wir hier lang? Können wir, ja. War Triton mal hier, kann das sein?
jetzt geht das hier weiter hinab. Ein Blick auf die Karte verrät uns, dass es wohl oben entlang geht, wobei wir auch irgendwann zu den Katakomben kommen. Ich hoffe mal, da sind wir jetzt noch nicht hin unterwegs. Ich bin mir da nicht so sicher. Du rennst mir dann nicht durch die Laserstrahlen. Löst noch den Alarm aus, so weit kommt's noch. Versperrt man mir einfach die Sicht. Ich gehe davon aus, dass du hier nicht durchpasst. Oder? Oha, aber sehr knapp. Ach, die Strahlen kommen von unten. Ich dachte, die kommen von oben. Hab mich schon gewundert, wo hier denn der Sinn sein soll. Denn ich konnte ihn bisher noch nicht finden. Doch ein waches Auge entdeckt so manches von drüben. So. My bent walking stick. Tired of old men's chatter. So, und ich muss jetzt auch mal an meine Füße denken. Das heißt, wir machen hier einen kurzen Cut. Glücklicherweise bin ich nicht alt und brauche die Ruhe. Und hoffe ihr auch nicht. Und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge sehen. Wenn es wieder heißt, Game Inc. mit dem durchgenudelten Mark of the Ninja. Bis dann.